In Wadenburg hat am Montagnachmittag auf der Kreuzung Oldenburger Straße Ecke Wikingerstraße ein Auto gebrannt. Die Insassen, drei Frauen aus Gandekesee, konnten sich rechtzeitig aus dem Wagen retten. Die Wadenburger Feuerwehr löschte den Brand. Ein Anhänger mit einem Pferd und einem Pony wurde abgekoppelt und von der Einsatzstelle weggezogen. Es wurde niemand verletzt, an dem Fahrzeug entstand Totalschaden.